Gut, moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es eine weitere Podcast-Folge. Und zwar soll es heute um das Thema gehen, Hardcore-Raiding in WoW. Ich habe dafür einen Gast eingeladen, und zwar der Taki. Der wird sich gleich noch vorstellen. Die Folge wird heute ungefähr eine Stunde gehen. Das heißt, macht euch einen Kaffee oder einen Tee, ja, entspannt euch, lehnt euch zurück. Und wir werden, wie gesagt, über einige Themen sprechen, was das PvE angeht in WoW. Ich denke, das interessiert auch viele. Ja, viele freuen sich darauf, wieder raiden zu gehen im Sommer. Und wie gesagt, der Taki hat sehr viel Erfahrung im PvE-Bereich. Wie gesagt, ich war immer mehr so der PvP-Spieler und habe jetzt nie irgendwie Hardcore PvE gemacht. Ich habe dann auf Privatservern ein paar Erfahrungen gemacht. Aber ich habe jetzt nie irgendwie World First Kills oder solche Geschichten. Da war ich einfach nie am Start. Und genau, ich würde sagen, ja, Taki, du stellst dich gerne erstmal vor, was so deine ja, Laufbahn, sag ich mal, in WoW war, welche Erlungs du am meisten gespielt hast und ja. Hallo zusammen. Ja, mein Username ist Taki. Ich bin im Real Life über 30 Jahre alt und bin Lehrer vom Beruf. Ich wohne im schönen Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Ja, soweit erstmal zu mir, zu meiner Person. Zu WoW. Ich spiele WoW seit der Alpha. Das heißt, noch bevor das Spiel eigentlich released wurde im Februar 2005, es müsste der Patch 0.2.3 gewesen sein oder 2.3, glaube ich zumindest. Da bin ich mir ganz sicher, es könnte auch 0.3 gewesen sein. Jo, die aktivste Zeit, die ich eigentlich erlebt habe, war Classic, BC und WoTLK. Bei Mists of Pandaria, okay, und Warlords of Draenor habe ich eine Pause gemacht von 2012 bis 2016, glaube ich, war es. Mhm. Ja, und WoTLK, da habe ich auch die meisten Erfolge feiern können. Ich war da gerade in der Uni-Zeit, habe gerade mich in der Uni eingelebt. ja, Student, und man kennt ihn. Absolut, und da hatte ich dann dementsprechend mich erst einleben können, einleben wollen, und dann habe ich losgelegt. Ja, ja, gildentechnisch war es so, dass ich in einer World-First-Gilde war. Das heißt, wir haben zwei World-First-Kills in der ganzen Zeit hingelegt, genauso wie mehrere EU-First-Kills. Das war eine internationale Gilde, das heißt, Englisch war angesagt an ganz, ganz vielen Stellen, wenig deutsche Spieler dann dabei. Ich habe eigentlich zu Classic mehr den Jäger gezockt und später dann halt Priester und Druide parallel. Da lief es nämlich dann in solchen Gilden ein wenig anders dahingehend, ja. Ah, okay, also war der Jäger durchaus auch schon willkommen in Hardcore-Gilden, ja? Die Pull-Rolle dann, oder wie? War auf jeden Fall, aber man muss natürlich dazu sagen, das Ganze hat sich erst mit Classic, mit der Zeit erst entwickelt. Es war nicht so, dass ich direkt quasi online gekommen bin, 60 war und dann ging es los mit dem Hardcore-Rating. Das ging erst wirklich später im Prinzip. Ja, ah, okay. Okay. Ja, also im Grunde genommen echt, kann man so sagen, eigentlich finde ich auch ganz cool eigentlich, ein Hardcore-Raider von der alten Schule. Jetzt nicht so jemand, der irgendwie, keine Ahnung, in Pandaria irgendwie ausgerastet ist im PvE. Weil da kann ich halt echt auch überhaupt nicht mitreden, so. Das Addon habe ich nämlich selber auch gar nicht gespielt. Genau, ja, ich würde sagen, wie gesagt, ich finde es halt sehr interessant, jetzt mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich einen World-First-Kill gemacht hat, was ja schon eine sehr besondere Sache ist, finde ich. Deswegen habe ich jetzt auch dich quasi eingeladen heute. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie so das Leben, sag ich mal, in einer Hardcore-PvE-Gilde wirklich ist. Also da ranken sich ja viele Mythen irgendwie von wegen, dass man gar kein Leben haben kann, dass man, keine Ahnung, 6 Raid-Tage hat oder 5 oder wie auch immer. Oder vielleicht viele denken auch, es ist sehr chillig und man rusht durch den Content durch. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie da so der Alltag ausschaut. Ja, sehr gerne. Also es ist natürlich ein bisschen von den Personen abhängig. Ich kann nicht sagen, wer davon jetzt viel wirklich noch nebenbei ein Leben hatte oder wie viele Leute noch beruflich zu tun gehabt haben. Ich wurde quasi über BAföG und auch über die Eltern finanziert fürs Studium. Ja, sodass man kennt ihn. Aber bei mir war es dann wirklich so, ich war am Vormittag im Studium, war Mittagessen, und nach dem Mittagessen, so sagen wir mal gegen 14, 15 Uhr, ging es dann an den Rechner, ging es dann an die Vorbereitungen, und dann ging es bis zu den Raid-Zeiten abends los, 19 Uhr, Pi mal Daumen. Dann wurde geradet bis 23, 24 Uhr, danach noch Nachbereitung, so 2, 3 Uhr war man im Bett und dann morgens wieder so 8 Uhr Vorlesung raus. So. Und das war ein Zeitraum ungefähr, dass man sich das vorstellen, besser vorstellen kann, das war ein Zeitraum von, würde ich sagen, 4 bis 6 Monaten.
Okay. Ich weiß auch nicht, wie man das über alle Add-ons, es gibt auch wirklich immer noch Leute bei sehr, sehr bekannten Gilden, die machen das schon seit Jahrzehnten gefühlt. So, ne? Also von Anfang bis Ende und spielen dauerhaft so hardcore. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Es war eine super intensive Zeit und vor allen Dingen muss man sich das vorstellen, es wurden zwei Charaktere gleichzeitig gelevelt und es wurden zwei Charaktere gleichzeitig hochgespielt, damit man im Raid die höchstmögliche Flexibilität hatte an Leuten. Ach ehrlich, krass, okay. Ja, genau. Ja, man hat einen sehr, sehr kleinen Raid-Pool auch, der eigentlich eine 100%ige Anwesenheitspflicht bedeutete. Und so konnte man oder konnte der Raid-Lead absolut gut rotieren, nicht innerhalb der Spieler, sondern den Charakteren, die die Spieler gespielt haben. Also das war eine entscheidende Sache. Und so musste ich natürlich sowohl Ruf als auch später Dailies, als auch alle möglichen Instanzen, immer dann, genauso wie die Berufe, vorher alles farmen, dass ich mich komplett ausgestattet habe, bis der Raid dann losging und dann war natürlich... Also ab, muss nochmal genau einzugrenzen, also ab welchem Addon und dann auch in dem Addon, ab welcher Phase, ab welchem Raid hat deine Hardcore-Zeit begonnen? Ja, die Hardcore, wenn du jetzt die Hardcore-Phase nimmst von diesen 6 Monaten, dann war das natürlich BC-Ende bis WOTLK bis Lichtking-Ende quasi. Ja, es ist schwierig zu sagen nochmal, ne? Es ist auch schon ein bisschen was her, das ist das Thema dann davon. Aber vor allen Dingen war es dann WOTLK, BC dann schon noch nicht ganz in dem Progress, wie es dann später der Fall war. Deswegen ist es auch immer schwierig, wenn man heutzutage auch sagt, hey, wir sind eine Hardcore-Progress-Gilde und wir raiden 3-mal die Woche. Na gut, das ist dann im Vergleich zu dem, was ich dann damals hatte, natürlich irgendwie noch kein Hardcore-Raiding. In dem Sinne, wie ich es kannte. Also wir hatten... Also ihr habt wirklich jeden Tag, das hast du jeden Tag gemacht quasi? Ja, genau. Also wir hatten mal einen Tag Pause, aber das kam darauf an, wie der Progress-Stand da war. Mhm. Also man musste ein bisschen drauf achten, aber im Prinzip den Tag Pause nicht. Nee. Mhm. Aber ich glaube, viele denken dann auch so, wow, was, jeden Tag, das würde sich auch keiner antun. Ich glaube, was auch viele manchmal nicht verstehen, also ich glaube, ich auch so meine Vermutung, also ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich wirklich sehr, sehr viel WoW gespielt habe, das war auch während des Studiums tatsächlich. Man ist ja dann auch so voll fetter drin und es macht ja mir dann auch wirklich Bock, ne, zu farmen, sich für die Gilde aufzuopfern und solche Geschichten. Also ich glaube, man steht dann auch voll dahinter in dem Moment, oder? Ja, es ist, finde ich, tatsächlich vergleichbar irgendwie mit einem Sportverein und mit Fußballspielen. Na klar ist es Denksport eher und Fingerfertigkeiten sind gefragt, das ist keine Frage, aber es ist ein Zusammenhalt, man kennt die Leute, man unterhält sich dann irgendwie hauptsächlich irgendwo auf Englisch. Mein Englisch ist nicht das Allerbeste, das muss man dazu sagen, aber es ging trotzdem quasi mit Hand und Fuß und dem Charakter schon irgendwie klar. Den Raidly konnte man gut verstehen. Und es ist tatsächlich so, im Fußball, im Profifußball verdient man halt sein Geld. Und da war es halt so, dass man auch Geld verdient hat tatsächlich. Ich finde es schwierig zu sagen, hauptberuflich. Aber es war schon so, dass man Verträge unterschrieben hat, man hatte Sponsorenverträge, man hat Equipment gestellt bekommen. Es gab Treffen auch über Blizzard und über die Community als solches, wo man dabei Krank, war. Und man hat damit tatsächlich Geld verdienen können. Aber es ist natürlich, wenn man sich überlegt, wie viele Stunden man am Tag saß, sagen wir mal einfach Pi mal Daumen 12 bis 14, dann, oder sagen wir 12, dann ist es natürlich die Mühe vom Geld nicht wert. Ne? Ja, und ich glaube, also ich habe auch die Vermutung, kannst ja auch gerne gleich nochmal deine Meinung zu sagen, wenn diese ganze Geschichte heute gestartet wäre mit WoW, weißt du, in der heutigen Welt, wo Gaming viel, viel mehr in der Gesellschaft angekommen ist, wo viel mehr Sponsoren am Start sind und so weiter, würde man wahrscheinlich heutzutage viel, viel mehr Geld damit verdienen, oder? Ich stimme dir, glaube ich, im Allgemeinen zu. Ich glaube, die Schwierigkeit ist nur, dass es heutzutage einen anderen Weg wäre. Und zwar damals war es ja so, man hat Taktiken nicht preisgegeben anderen Gilden gegenüber. Man war eher verschlossen, man wollte nicht offiziell raiden, weil sonst andere Leute Dinge abgesehen haben. Und heute vergleicht man sich eher, ne? Ja, heute funktioniert es ja alles so, es läuft über Twitch. Es war doch auch so, dass jetzt bei den letzten First Kills Method zum Beispiel die ihren Progress die ganze Zeit aufgenommen haben. Und du verdienst über Twitch Geld und du verdienst über YouTube Geld. Das läuft über eine andere Schiene. Damals war es wirklich so, dass es über die Live-Events kam und dann quasi einfach nur über www.progress, sag ich mal, .com aktualisieren und gucken, was geht. Stimmt. Hat sich auch echt geändert irgendwie, ne? Also dementsprechend ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wie ist es mit der heutigen technischen Ausstattung, mit dem heutigen Internet, so wie es läuft, so wie die Community ist, mit den
mit dem Spiel von damals und der Community von damals. Und das ist eigentlich sehr, sehr schwierig in die heutige Zeit zu übertragen. Ach so, meinst du das? Na, stimmt. Ja, das ist schon krank. Ne? Heute wird alles auf Twitch live übertragen und Speedruns und so weiter. Hat sich schon viel getan in der Szene. Ja, ganz im Ernst, ich habe heute das Gefühl, wenn ich das streamen würde, was ich damals gemacht habe, so von 15 Uhr bis 18 Uhr, das ganze Rumgefarme und weiß ich auch nicht, das Handeln, das Verzaubern, das Vorbereiten, das mit zwei Chars und so, ey, wer will sich das angucken, ja, aber... Ja, du wunderst dich manchmal, also das ist schon interessant, wofür sich die Leute interessieren, denkt man gar nicht, weil manchmal sind halt auch viele Sachen, die man selber gar nicht interessant findet, finden andere dann interessant einfach, ne, weil sie so einen Einblick einfach haben. Ich glaube auch, wenn ich mir zum Beispiel manchmal, wenn ich hier manchmal beim WoW-Bereich bei Twitch reinschaue, da kann man ja gucken, was so die größten Streamer sind immer in dem jeweiligen Game. Und wenn ich jetzt bei WoW schaue, ganz viele Message-Spieler immer. Ne? Immer die ganzen Hardcore-Spieler sind beliebt bei den Zuschauern irgendwie. Ja, ist irgendwie anscheinend schon was dran, ne? Dass man immer denjenigen zuschauen will, die halt irgendwie auch am erfolgreichsten sind und auch am meisten Zeit anscheinend in das Spiel investieren. Genau, aber die machen natürlich dann das Streaming oder auch das YouTubing dann in dem Falle hauptberuflich und das muss man sich sehr, sehr gut den Schritt natürlich überlegen. Aber da haben auch ganz, ganz viele bekannte Leute in ihren Podcasts und auch in ihren Streams oder in den YouTube-Videos, wie zum Beispiel Onkel Barlow, schon häufig drüber gesprochen oder so weniger, wie das halt aussehen mag, wenn man wirklich YouTuber, Streamer, wie auch immer werden möchte, was das auch einerseits natürlich für eine Chance sein kann, andererseits aber auch was für ein kleiner Prozentanteil das wirklich nur wird. Ja, das ist richtig, genau. Man sollte auf gar keinen Fall irgendwie seinen Job direkt kündigen und sagen, so, ich mach die Geschichte, sondern genau, vielleicht einfach nebenbei chillig die ganze Geschichte starten und mal gucken, wie sich das entwickelt einfach. Eine Möglichkeit, ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir so langsam mal so ein bisschen die Überleitung zu WoW Classic, weil sich natürlich auch viele hier für WoW Classic interessieren, was diesen Sommer kommt. Und zwar, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, die Vergleichbarkeit von Hardcore in WoW Vanilla jetzt vielleicht auch und Hardcore generell, was du damals gemacht hast. Und dann auch nochmal der Zeitunterschied natürlich. Zum Beispiel, ich habe auf Privatservern nicht in einer Hardcore-Gilde gespielt, aber ich habe einige Gilden quasi so beobachtet, die sich als Hardcore-Gilde betitelt haben. Und auf Privatservern war die Geschichte eigentlich eher so. Und das wird ja dann auf den WoW Classic Servern ähnlich sein. Der Content ist ja bekannt. Ne? Ragnaros, keine Ahnung, World Core, die Taktiken kennt man ja alle. Das heißt, es wird ja keinen Progress in dem Sinne mehr geben, dass man irgendwie versucht, die Taktiken herauszubekommen und so weiter. Ne? Und dann war quasi der Effekt dadurch, dass die Hardcore-Gilden tatsächlich fast schon am wenigsten von allen gespielt haben, weil da einfach die besten Spieler drin waren und die dann wirklich an einem Tag MC, BWL, AQ so in der Art gemacht haben, alles durchgerusht haben. Und es ging quasi dann eher darum, dass man quasi so Speedruns gemacht hat. Also wer am schnellsten irgendwie MC gemacht hat und solche Geschichten, ne? Und da wollte ich dich mal fragen, also was ist so deine Einschätzung, wie wird sich so wird sich in WoW Vanilla eine Hardcore-PvE-Szene so etablieren? Wird die vielleicht sogar supported werden von Blizzard? Weißt du, siehst du da irgendwelche Möglichkeiten, oder denkst du, das wird eher so ein Randbereich bleiben für die Legacy-Liebhaber von WoW, aber das wird jetzt quasi im modernen Hardcore-PvE keine Rolle spielen? Ich glaube, das steht und fällt damit, wie gut sich WoW Classic durchsetzen wird und ob es genug Spieleranzahlen gibt. Dabei, das ist eine Sache und ich finde es sehr, sehr schwierig, private Server, ich habe damit auch keine Erfahrung, private Server damit jetzt irgendwie reinzubringen, weil bei privaten Servern von den Einstellungen her, von der Spielanlage her, das sehr, sehr schwierig vergleichbar sein wird mit den Classic-Servern. Natürlich, bis zum gewissen Grad schon, aber gerade wie das da am Ende läuft, wenn hier beispielsweise AQ erst in Phase 5 oder so veröffentlicht werden wird, kann man nicht von vornherein AQ gehen. Ne? Das ist eine ganz, ganz einfache Nummer. Die Frage ist natürlich, wie wird Blizzard später das unterstützen können? Ich kann mir vorstellen, dass das auf PvP-Ebene gut funktionieren kann. Auf PvE-Ebene ist es einfach die Frage auch von Itemization, da kommen wir hoffentlich später auch nochmal zu. Ne? Genau, da reden wir auch gleich noch drüber. Wie das damit laufen wird, wie schnell die Phasen oder die angekündigten Phasen hintereinander kommen werden, ob die gleichzeitig kommen werden. Also es ist noch einfach so viel offen, was das Spiel auch angeht, bezüglich der Planung her und auch der Phasen und der Umsetzung der Phasen und auch der Datierung der Phasen, dass es sehr, 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 sehr schwierig ist zu sagen, inwiefern Hardcore-PvE
überhaupt in Classic möglich sein wird oder inwiefern das supported wird oder wie sich das gestalten wird. Natürlich sind die Phasen der einzelnen Bosse klar und viele, die das spielen werden, kennen die Bosse schon. Allerdings ist es immer noch so, dass man sich mit einer viel, viel größeren Raid-Stärke, nämlich damit 40 Mann, je nachdem, vielleicht passen die es an, mit 20 Mann, 15 Mann, 10 Mann, wie auch immer, dass man sich da gut zusammentun muss. Und man muss als Gruppe funktionieren und da ist es ganz egal, ob man die Boss-Taktiken kennt oder nicht. Es muss als Gruppe klappen, ne? Und das wird spannend einfach. Ah, okay. Ja. Ja, genau. Also ich meinte jetzt auch nicht, dass die Privatserver irgendwie quasi die komplette Realität wiedergespielt haben. Aber ja, natürlich, ne, die Überschneidung ist halt einfach, dass man die Taktiken kennt, ne? Das ist wichtig. Und da werden wir auch später noch sprechen, inwiefern wir da auch neuen Content uns vorstellen können. Wobei man natürlich jetzt dann auch irgendwo sagen muss, man hat genug Leute gesehen, wo von jetzt auf gleich eigentlich die Taktiken auch früher schon klar waren, weil wir müssen festhalten, die Taktiken in WoW Classic waren nicht ansatzweise so schwierig, wie sie heute sind. Genau, richtig. Bezüglich der Mechaniken, ne? So, ja. Die waren relativ schnell auch bei vielen klar und durch Videos der Profi-Gilden oder sonst wo konnte man relativ schnell sagen, hey, wie ist der Boss zu killen? Und wie lange hing man trotzdem dran, ne? Also, das ist eine Sache, glaube ich, die diese Raid-Gruppe, diese Community, die Gilde als solches irgendwie schaffen muss. Und da wird es auf die einzelnen Spieler drauf ankommen, ja? Und das geht gar nicht immer darum, dass man das jetzt wirklich Progress sieht im Sinne von, wir versuchen, die Boss-Taktiken rauszufinden, sondern häufig Progress auch ist, wie kriegen wir das umgesetzt zusammen? Und sehen wir da eine Progress drin, ja? Ja. Nur noch mal kurz zur Erklärung, Leute. Ich habe mich hier gerade mal eingeloggt. Und werden eben beim Messen in Ashenwell farmen, ja. Dann haben die Leute, die auf YouTube zuschauen, auch noch ein bisschen was zu gucken hier. Genau, jetzt, das war gerade eine wichtige Frage, und zwar dieser alte Mythos von wegen, ja, hört man immer wieder, in Vanilla war alles schwieriger, ne, da musst du noch was machen für deine Erfolge im Raid und so weiter. Wobei dann natürlich die Realität auch so ausschaut, dass man einfach auf aktuellen Erweiterungen deutlich mehr leisten musste im PvE, ne? Gerade was die Bewegung angeht und so weiter. Also die Encounter waren dann, glaube ich, schon anspruchsvoller. Was glaubst du, woher dieser Mythos irgendwie kommt, in WoW Vanilla alles schwieriger war? Ich glaube, es ist der Nostalgiefaktor, der da auf jeden Fall eine Rolle spielt. Das haben viele YouTuber und Streamer auch schon gesagt, dass sich einfach die Leute, die es früher gespielt haben, immer dieses gute Alte zurücksehen und schauen, wie es damals war. Und damals war eh alles besser, das sagen eigentlich. Ach so, okay. Die meisten Leute, ne? So, ja. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Punkt, der damit reinspielt. Aber wenn man jetzt nur mal so ein bisschen auf die Fakten guckt, war das Spiel damals an vielen Stellen einfach unglaublich viel umständlicher, als es heute der Fall ist. Hinweis, ohne das Ganze jetzt bewerten zu wollen, was ich dahingehend besser finde. Aber es war halt umständlicher. Das sah man an den umständlichen Flugrouten. Man musste Waffenskill leveln, Versammlungssteine, Resistenzen, die Schlachtzugsgrößen, die Organisation des Ganzen. Essen, Tränke, Verbände, was weiß ich, da gab es ja unendlich viel, was stimmt. So anders war als heute. Also man musste quasi seine Zeit mit Sachen verschwenden, wenn man so will, die eigentlich gar nicht so relevant waren, aber halt gemacht werden mussten. So, ne? Genau, es kommt jetzt ein bisschen natürlich auf den Spieler an. Wenn wir jetzt uns einen ganz normalen PvE-Spieler angucken, der sich seine Zeit nimmt zum Leveln, der ein halbes Jahr brauchen wird, um auf Level 60 zu kommen. Übrigens da auch spannend, die Levelphase, ne? Also die war ja früher eine andere als heute. Ich hatte mir beispielsweise mit meinem Bruder zu Cataclysm vorgenommen, hey, komm, wir machen Server First. Ich weiß nicht mal mehr, welches Level es war. Machen wir, und wir haben halt durchgespielt, irgendwie die Nacht und so. Und das ging relativ zügig schon. Und wir haben uns da eigentlich auf viel mehr eingestellt. Ja, und wie war es irgendwie damals? Da haben wir halt von 0 auf 60, waren auch schon irgendwie mit Playtime voll. Was ist das gewesen? 4 Tage oder 5 Tage? Die brauchte man schon. Also Playtime, ne? Und die haben wir auch nicht geschafft. Wir haben das Spiel anders angefangen zu spielen. Aber das ist schon die Sache, ne? Allein schon die Levelphase war was anderes. Zeit. Und von dort her ist die Frage, was für ein Spieler du bist. Bist du der PvE-Spieler, der sich seine Zeit nimmt, dann ist es ja eher ein entspanntes Erlebnis, dieses WoW Classic. Wenn es natürlich dann darum geht, Hardcore zu spielen, dann ist es einfach enorm grindlastig. Und es schluckt sehr, sehr viel Zeit. Ja, genau, stimmt. Und von dort her, um auf den Schwierigkeitsgrad, nachdem du fragtest, einzugehen, die Bosse sind objektiv gesehen nicht schwieriger, als sie heute sind. Es gab damals irgendwie mehr Werte vielleicht, die irgendwie eine Rolle gespielt haben bei den Charakterstats und so, aber im Grunde gab es unterm Strich fast die eine perfekte Skillung, die du für einen Charakter haben konntest, wenn du den als DD gespielt hast und so. Es war im Prinzip schon umständlicher und einfacher früher, das kann man nicht anders das kann man nicht anders sagen, aber die Komplexität, glaube ich, die kam
durch die Schlachtzugsgröße zustande mit vielen Leuten. Ja, das wird auch wieder so ein Ding mit 40 Leuten, oh Mann. Ja. Da würde ich auf dein Video verweisen, glaube ich, wo es darum ging, warum man eine Gilde brauchte. Genau, ja. Finde ich gar nicht mal, finde ich einen ziemlich wichtigen Punkt. Ja. Und das war, glaube ich, das. Ich glaube, die Zeit, die du hattest oder die Komplexität lag daran, auf der sozialen Ebene, auf der Community-Ebene, Foreneinträgen, dich weiterzubilden, dich mit anderen auseinanderzusetzen. Es war eine andere Organisationsform einfach. Ne? Ja, stimmt. Das hast du recht, genau. Genau, was ich noch ganz kurz anmerken wollte, was wir am Anfang gar nicht erwähnt haben, dass wir quasi in professionellen Gilden wirklich mit dabei warst. Wie gesagt, ihr habt einige World First Gilds gemacht. Können wir aber leider jetzt quasi nicht erwähnen, weil es ja wirklich auch Verträge gab. Vielleicht ja, magst, kann ich vielleicht genau, ganz kurz vielleicht magst du doch nochmal kurz erläutern, so wie das so aufgebaut war und einfach, dass du ja vielleicht das sagst, was du sagen kannst, so, und dann haben wir das dann auch geklärt. Witzig, genau, das ist jetzt nochmal ein kleiner Sprung, den haben wir gerade echt vergessen. Ne? Haben wir vergessen, ja, genau. Ja, es war halt so, du hast ja wirklich unterschrieben, wo du da mitmachst, was von dir verlangt wird, unter welchen Voraussetzungen du mitmachen darfst, weil man muss sich ja vorstellen, wenn man eine 100% Raid-Teilnahmepflicht hat und man dabei ist und man kann aus irgendwelchen Gründen nicht, dann wird es natürlich spannend. Was machen sie dann? Ne? Da haben sie theoretisch keine Ersatzspieler, na klar gibt es Bewerber, aber wenn du gerade in der Progress-Phase bist, wird es halt spannend. Und von dort her war es wichtig, sich auf dich verlassen zu können. Dafür gab es echt Monate, wo man dann auch in so einem Trial-Status war, wo es halt irgendwie wichtig war, sich zu zeigen, auch in Instanzen drumherum. Und wo man dann irgendwann den Platz oder die Chance bekommen hat, wenn einer mal ausgefallen ist, kann man sagen. Mhm. Deswegen war es war wie eine Arbeit eigentlich, kann man sagen, ne? Ja, absolut. Ja. Ich finde, das ist auch häufig ist WoW vergleichbar mit aktuellen Sportarten oder WoW ist auch häufig sogar vergleichbar in einer Gildenstruktur mit politischen Systemen. Mhm. Das kann man sagen. Auf jeden Fall muss es dafür Regelungen geben, Verträge, Satzungen, die man geschrieben hat. Genauso auch wie Verschwiegenheitspflichten, weil es geht natürlich nicht, wenn du 3 Monate dir einen Spion da einlädst, wo du es gar nicht weißt. Und der erzählt dann anderen Gilden, wie es hier läuft und fliegt dann dazu raus, aber die anderen Gilden haben Vorteile. Ja. Da gab es auch Klauseln bei, die hätten mir halt sozusagen bis heute verbieten, irgendwie darüber zu sprechen. Und also, hast du wirklich Klauseln, die bis heute noch gelten, ja? Ich will mich da nicht mit dem Rechtsanwalt genau hinsetzen. Okay. Aber ich finde es einfach auch so fairer, auch noch im Nachgang zu sagen, hey Leute, war eine gute Zeit. Und zu deiner persönlichen Moralvorstellung auch, ne, dass du sagst, du willst jetzt nicht irgendwie... Absolut, ich will da keinem was. Das war eine ganz besondere Zeit, das war eine ganz intensive Zeit. Will ich auch nicht missen. Genau. Aber für die 4 bis 6 Monate, das hat mir in dem Studium tatsächlich auch gereicht. So, ja. Ja. Ja, cool, okay. Das war, wie gesagt, das finde ich echt interessant. Also wirklich dann auch sich die Gilden abgesichert haben mit Verträgen und so weiter. Also eine ganz andere Welt von dem, was, denke ich mal, so der Casual-Spieler in WoW erlebt. Genau, dann waren wir eben schon bei den Vanilla Raids angekommen und was ich halt interessant finde, also wie gesagt, ich bin da vollkommen bei dir und auch bei jedem, der sagt, Privatserver spiegeln auf gar keinen Fall das wider, was wir im Sommer da bekommen werden. Was ich aber interessant an Privatservern fand, ist, man hat schon so ein bisschen leicht so einen kleinen Voreinblick bekommen, wie sich die Geschichte auch entwickeln könnte auf den Servern, gerade im PvE-Bereich. Weil natürlich die Leute viel mehr tryharden. Ja, also sie versuchen quasi bis ans Maximum zu gehen an jeder Geschichte. Und das gab es natürlich im originalen WoW 2005 auch schon. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass auf den Privatservern deutlich mehr Leute mit Bissgear rumrennen und so weiter. Ja, die Listen sind bekannt im Internet, welches Schwert braucht man, welches Trinket braucht man und so weiter und so fort. Und auch was Consumables angeht, also Leute, ich kann euch nur Kräuterkunde empfehlen, weil die Leute werden echt die Tränke so reinschlürfen für jeden Kack-Raid, um da das Maximalste aus den Charakteren herauszuholen. Das hat man schon gemerkt, so diese Tendenz irgendwie. Und zum Beispiel auch Diamol-Buffs, ja, also die World-Buffs von Diamol und von der Zul'Gurub-Insel und so weiter, hat sich jeder immer vor jedem Raid geholt. Also gefühlt der ganze Server ist quasi immer einmal alle World-Buffs abgeklappert am Anfang. Und da wollte ich dich auch nochmal fragen, also gab es, oder denkst du, dass sich quasi das auch wieder auf den WoW Classic Servern so entwickeln wird? Und wenn du jetzt an deine Zeit in Vanilla zurückdenkst, ich weiß nicht, ob du da auch schon Hardcore gespielt hast, ja wahrscheinlich noch nicht so richtig, aber hat man da auch schon irgendwie die Diamol-Buffs für den Raid geholt?
also wenn ich mich zurückerinnern mag, da, also ich finde es sehr, sehr schwierig, grundsätzlich auch da wieder Aussagen zu treffen zu können, wie es wird, weil es hängt an den angekündigten Phasen, kommen wir bestimmt gleich noch zu mit dem Itemization-Problem. Da ist es sehr, sehr schwierig, auch wirklich das übertragen zu können, wie es wird. Es ist natürlich jetzt wieder die Frage, wie definiert man Hardcore, ob ich Hardcore gespielt hatte. Ja, ich hatte 4 Raid-Tage auch schon in Classic. Könnte man das jetzt Hardcore nennen? Das ist halt die Frage, ne? Inwiefern man im Gegensatz zum anderen dann sieht. Aber es war in Classic schon so, dass man sich die Buffs geholt hat, ja. Daher mal echt, ja? Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber die Frage ist natürlich dabei, auch was das Potten angeht und die ganzen Tränke, wie viel Prozent macht das am Ende aus? Und ich habe das Gefühl gehabt, stehst du zu lange in der Void Zone drinne, machst du irgendwo einen Fehler, kannst du deine Rota nicht 100% gut, hast du ein Problem mit deinem Internet und bist nicht on top drauf, dann kann es schon mal Probleme geben. Obwohl die Zauber ja auch damals, wie man in einigen Beiträgen ja jetzt immer noch sehen kann, in so Gruppen, also so gruppiert wurden. Ne? Und trotzdem war der Ping nicht ganz so unwichtig, auch gerade was die Bewegung angeht. Und von dort her würde ich auch immer noch heute sagen, so Leute, bevor ihr das alles macht mit den Tränken und ihr optimiert da bis zum geht nicht mehr und investiert eure Zeit. Investiert eure Zeit, euren Charakter zu lernen und den Charakter richtig spielen zu können. Da ist es um Längen wichtiger. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Das habe ich auch oft gemerkt, dass eigentlich dann im Raid was viel, viel entscheidender, ob man quasi die Bosskämpfe überlebt oder nicht. Ja, weil als dass man irgendwelche Tränke und so weiter hat, ist natürlich auch für den, jetzt auch für den Damage natürlich auch viel, viel entscheidender. Und natürlich auch für den Raid-Erfolg generell. Ja. Ja, oder ich sag's mal anders. Stell da mal jemanden hin, der spielt einen Krieger, sagen wir kein Krieger, sagen wir einen Parler. Von mir aus ein vergelter Parler. War ja damals vom Damage her, wird man jetzt sagen, oh, den braucht man fast nicht, der war nicht dabei, wie auch immer. Den stellst du da hin mit einem absoluten Biss-Gear, sagen wir auf dem Stand BWL. Und dann stellst du jemanden hin, der den Parler-Vergelter unglaublich gut spielen kann. Und du stellst ihn dahin mit einem Gear, was auf dem Stand ist von Uni Molten Core. Gerade so, sagen wir mal, in der Richtung. Der wird ihn komplett lang machen. Egal, was auch immer der für Consumables einsetzt, weil er es einfach durch die Bewegung her, durch seine Skills halt einfach unglaublich viel wegmacht. Und das sieht man ja immer noch. Auch wenn du die bei einzelnen YouTubern dir anguckst, was für DDs früher besonders stark waren, da ist immer eine gibt es unglaubliche Unterschiede zwischen den einzelnen Spielern immer noch. Und der Skill ist einfach nicht zu unterschätzen, egal wie du equipped bist. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ohne Charakter ist auf jeden Fall was dran. Genau, jetzt nochmal die Frage in Bezug auf die Raids in Vanilla. Bist du jemand, oder kann man auch generell erstmal die Frage stellen, bist du jemand, der für No Changes ist, oder sagst du, ja, die eine oder andere Sache könnten sie ruhig verändern? Das ist eine super schwierige Frage, ne? Aber deswegen wird sie auch gestellt. man versucht ja immer Leuten auch ein bisschen dazu was entlocken, um nicht immer nur dieses allgemeine Blabla zu haben. Die Sache ist die, ich glaube, wenn man sich zum Beispiel an diese Reckoning-Bomb-Problematik von Paladin daran wagt, der hat ja, glaube ich, Kazak auch alleine killen können, weil er einfach sich das aufgesteckt hat. Und dann ist er zum Bossing gegangen und hat dann irgendwie die Schläge irgendwie freigekriegt. Ich weiß es ja gar nicht mehr so ganz genau. Also in Vanilla noch nicht, glaube ich. Also ist mir nicht bekannt, aber okay. Tatsächlich doch. Ich glaube, dass es erst zu 1.9 gepatcht wurde. Also das Video ist auf jeden Fall uralt und ist genau noch von 1, ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher an der Stelle gerade. Und diese Reckoning Bomb, die war unglaublich heftig. Und da ist es, aber das war auf Grundlage eines Bugs und es wurde auch gepatcht. Und die Frage ist halt, inwiefern man jetzt bei Raids Bugs drin lässt oder war es Grundlage des Spiels, dass es so war? Es gab zum Beispiel. Ich weiß, was du meinst. Ja. Konntest du irgendwie Bosse auf eine ganz merkwürdige Art und Weise manchmal resetten? Du konntest an 2 Stellen im Molten Core absolute Bugs ausnutzen. Und da ist die Frage, ob man jetzt sagt, hey, wir werden die Bugs beheben. Ja. Wir nennen das trotzdem Classic oder wir lassen sie drin. Das ist, glaube ich, eine Sache. Ja. Aber ich würde Blizzard tatsächlich davon abraten wollen, zu sagen, wir ändern es, weil dann wird es kein WoW Classic mehr. Geschweige denn, was stimmt. Ist sowieso ja nie. Genau. Aber kein Classic. Genau, und ich sage auch immer so, lieber keine Änderungen, bevor irgendwelcher Schwachsinn kommt. Ja, es ist ja jetzt allein auch schon so mit dem Patchstand 1.12, den wir haben werden. Es ist dadurch ja schon nicht mehr Vanilla und es ist dadurch nicht mehr das Classic, wie wir es früher hatten. Aber Blizzard ist damit gut beraten, da Zwischenwege zu gehen. Die Frage ist immer nur, wie viel sie in die eine Richtung oder in die andere Richtung abdriften. Und ich hoffe, die werden nicht zu extrem in die eine oder andere Richtung machen. Ich hoffe, die finden einen guten Mittelweg.
Ja, genau, das will ich auch. Also würde ich zum Beispiel auch nicht sagen, weil die Frage wäre nämlich gewesen, denkst du, dass man jetzt quasi im PvE, dadurch, dass einfach mehr Leute Bissgier von Anfang an schon erfahren werden, weil jeder weiß, okay, keine Ahnung, die Schurken wissen, sie brauchen die da Rennschwerter aus OBS und so weiter, dadurch macht der Raid deutlich mehr Schaden. Denkst du dann, sie sollten die Health Points von den Bossen anpassen oder nicht? Auf keinen Fall. Der Punkt ist doch, das ist nur eine Frage von Zeit, ne? Also ich meine, ja, man wusste das vielleicht früher, einen Tag später erst, wo es die besten Items gab, weil man sich die zusammensuchen musste, weil man ausprobieren musste vielleicht nur, aber gute Gilden haben relativ schnell Bisslisten rausgegeben und man konnte relativ schnell schon sehen, wo gibt es die besten Items und hat die sich auch geholt. Klar ist die Erfahrung der Community eine andere, man muss das Spiel vielleicht nicht mehr ganz so lernen, wie man das früher musste. Es wird ein bisschen schneller gehen, aber es ist nur die Frage, wie halt dann Blizzard die einzelnen Phasen auch zeitlich umsetzt im PvE. Ah, okay. Okay, gut, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. PvE Itemization in Vanilla. Wie wichtig ist der kontinuierliche Machtanstieg, wie es die europäischen Community Manager so schön formulieren? Genau, also wie ist denn so deine Meinung zu der Itemization? Also denkst du wirklich, wenn da jetzt irgendwie ein Item, keine Ahnung, die Titanic Leggings oder so, direkt am Anfang schon kommen würden, denkst du, solche Geschichten könnten dieses Feeling vom Progress irgendwie versauen? Oder siehst du es nicht so eng und sagst dir, na gut, wenn da irgendwie mal ein Item dabei ist, was ein bisschen stärker ist, irgendwie ist nicht so weiter schlimm? Also keine Ahnung, wenn man dann irgendwie vor Molten Core quasi schon so viel Gear hat, dass man das Gear in MC gar nicht mehr brauchen würde. Ja, was ist da so deine Meinung? Vielleicht erstmal vorab, was Itemization nochmal ist. Ja. Tacken kurz nur zusammenzufassen, damit auch alle, die zuschauen, die das vielleicht noch nicht ganz so gehört haben oder miterlebt haben, nochmal wissen. Ja. Und zwar war es so, dass Items A angepasst wurden mit den ganzen Patches, häufig stärker gemacht wurden, ab und an anders gebalanced wurden und dass dadurch sich jetzt Spielerinnen und Spieler fragen, hey, wenn WoW Classic wiederkommt, auf welchem Itemstand sind die Items, ne? So, von welchem Patch sind sie dann so? Oder und da ist halt grundsätzlich, glaube ich, die Frage bei diesem Itemization, um darauf antworten zu können, wollen die von vornherein ein schön gebalancedes Spiel haben? Also sprich Blizzard in dem Fall, was natürlich relativ schnell pusht, relativ schnell auch die Raids dadurch einfacher auch werden zu einem gewissen Punkt. Oder wollen die Classic im Original sozusagen darstellen und so. Also die Frage ist für mich, es gibt drei Möglichkeiten im Prinzip. Wir lassen die Items auf dem Stand 1.12. Wir versuchen den Items eine Progression zu geben. Das heißt, so wie es auch früher war, und wir versuchen das in irgendwelchen Phasen nochmal abzubilden. Die wurden ja jetzt auch angekündigt, also zumindest vom PvP und PvE. Vielleicht bei den Items genauso. Oder wir packen die wirklich auf den Standpunkt 1.0 und sehen dann zu, dass sie dann mit der Zeit frisch gebalanced werden und dass WoW da oder Blizzard dann da eingreift. Das letzte glaube ich nicht, aber ich fände es sinnvoll, wenn es eine Progression geben würde, weil ich habe mir dahingehend mal den Deathbringer angeguckt. Der wurde eigentlich ziemlich verändert. Ne? Die Chance war es damals, irgendwie 50 Schattenschaden nochmal zusätzlich zu machen und dann so ein Overtime-Dot zu machen über 30 Sekunden. Und später war es so, dass die Chance auf einen Hit erhöht wurde, aber es nur noch den Schattenschaden gab. Genau, hatte ich auch mir nochmal, So, und das ist halt ein Punkt, das hat vom Damage her schon einiges gemacht, aber es war vor allen Dingen eine Frage vom Balancing. Das, was spannender waren eher so Boots, die es gab, oder so Hosen, so kleine Sets, die am Anfang in die grün waren, dann blau wurden und auf einmal echt stärker wurden. Da muss man sich, also gab es, glaube ich, in Sholo, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Und da war es halt spannender, dann wirklich auch nachzufragen, okay, das pusht die Spieler doch, ne? Wenn die halt irgendwie ein Item haben, was erst ein Easy-Set ist und auf einmal ein besseres wird, ne? Es ist eine gewisse Aufholmechanik gewesen, halt vielleicht auch später, als es dann mit 1.10 beispielsweise viele Itemveränderungen kamen. Aber im Grunde bin ich der Meinung, dass es eine Progression geben sollte, ähnlich wie früher. Ansonsten haben, glaube ich, sehe ich auch ähnlich eigentlich. Also was ich halt krass finde, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber ich denke schon, also in dem letzten Update haben sie auch über das PvP gesprochen. Und die Rang 14, das Rang 14 Gear. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt nur die Waffen oder das Set gemeint ist, das war nicht so ganz klar. Ich glaube aber alles einfach. Ist quasi auf Patch Standpunkt 1.12, wird aber während der dritten Phase released, also am Anfang. Also mit dem BWL-Patch. Ja, exakt. Also
das Alterac-Teil wird da released in die Kriegshymnenschlucht, aber die Rangbelohnung gibt's. Also das Ehre-System und auch das Gear kann man im Grunde genommen schon in Phase 2 kaufen. Genau, das meine ich, ja. Jetzt werde ich hier gerade angegriffen. Momentchen. Oh, werde ich hier gefiert. Genau. Also, da muss ich das so vorstellen. Man kann quasi das Gear und auch die Ränge theoretisch gesehen schon in Phase 2 erreichen. Ja, aber es wird quasi fast nicht möglich sein, also glaube ich, für jemanden Rang 14 in der Phase schon zu machen und sich das Gear zu holen, weil man halt keine Battlegrounds hat. Und man hat halt im PvP-System die maßgebliche Ehre über die BGs gemacht, also durch die Bonus-Ehre. Und ich glaube nicht, dass es jemand in der Phase 2 schon schaffen wird. Aber trotzdem, Tipsout hat darüber ja auch ein Video gemacht. Genau. Er meint halt eben auch, dass es halt schon muss ich gerade mal kämpfen, dass halt schon blöde ist, seiner Meinung nach, weil schon einige dann wahrscheinlich relativ früh krasses PvP-G haben werden und vielleicht auch schon quasi bevor die Leute in BWL wirklich durchgekommen sind, halt krasses Rang 14 G haben werden. Und man muss sich das so vorstellen, die Rang 14 Items, die wurden halt im Verlauf von Vanilla einmal geupdatet. Die wurden quasi einmal auf das Akku bzw. auf das Nax Gear geupdatet. Und da kriegt das ungefähr auf einem Niveau zu sein. Und ich muss wirklich sagen, wenn man sich mal die Items anschaut, die Rang 14 Items, die Leute dann quasi während der dritten Phase schon haben werden, klar, es werden nur wenige Leute Rang 14 machen und so mega schlimm finde ich es auch nicht, aber diese wenigen Leute, die werden halt echt quasi, also im PvP wirklich Gear haben, was gleichwertig zu Naxxramas Gear ist, ne, in der dritten Phase. Und das finde ich schon, also da wundere ich mich, warum Blizzard hier nicht einfach gesagt hat, ey, wir machen hier eine Patch-Stufe earlier die Items rein und upgraden die erst später. Das finde ich, also denkst du, das wird jetzt in Bezug, um wieder den Bogen zum PvE zu bekommen, denkst du, das wird irgendwie problematisch, dass dann wirklich die Hardcore-PvEler sich jetzt schon überlegen, oh shit, das PvP wird so krank, wir müssen auf jeden Fall noch PvP machen, um dafür unsere Fury-Krieger irgendwie diese Schwerter zu holen, weil gerade bei Kriegern machen halt die Waffen, das ist ja hier wiederkommen, machen gerade einen krassen Unterschied. Ja, also glaubst du, das wird da irgendwie einen Einfluss drauf haben oder was ist da so deine Meinung? Ich möchte dahingehend nur einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor ich das beantworte, aber dann bin ich sofort dabei. Ja. Und die Frage ist, werden diese Phasen von PvE und PvP gleichzeitig kommen? Dazu hat sich Blizzard nicht geäußert. Und sowohl auch Tipsout geht davon aus, dass es ja, so ist. Stimmt, hast recht. Aber es steht halt nirgendwo. Zu sagen, hey, wir veröffentlichen das in 6 Phasen, heißt nicht, dass wir die Phasen gleichschalten. Ja. Und dahin hast du recht. Ist sozusagen tatsächlich eigentlich schon die Frage insofern überflüssig, wenn wir natürlich sagen, hey, wir setzen die nebeneinander. Also deine Aussage ist dann, die Phasen sind nicht die gleichen, deiner, ja, okay. Nee, habe ich auch nicht gesagt. Ich meine nur, dass es nicht sicher ist. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass sie die gleich schalten, weil es auch damals tatsächlich an manchen Stellen so ähnlich war, nur der Patchstand war ein anderer, da gebe ich dir recht. Der Punkt ist, wenn man sich das nur mal einmal anguckt, ich würde gerne einmal dahingehend nämlich über die PvE-Phasen sprechen. Waren von den Monaten her, ich habe das nochmal einmal schnell nachrecherchiert, Molten Core war direkt da, Düsterbruch kam sozusagen ab März, also einen Monat später, im Juli kam BWL, im September kam Zul'Gurub mit den grünen Drachen, Akku kam im Januar 2006 und im Juni 2006 kam dann Naxxramas. Das heißt, die eigentlich großen Contents, die man dann da hatte, die großen Raids waren eigentlich vom zeitlichen her zumindest, Akku und dann später Naxxramas, vom zeitlichen Rahmen. Vielleicht sogar noch Zul'Gurub, aber BWL hatte gar nicht den großen zeitlichen Rahmen, genauso wie es Molten Core vorher im Prinzip fast auch nicht hatte, weil die Leute auch noch eine Levelphase brauchen. Ja. Das heißt, selbst wenn die Phasen gleichgeschaltet werden würden und selbst wenn wirklich viele Leute Rang 14 werden im PvP, was ich übrigens nicht glaube, weil ich bin damals 12 gewesen, hatte eine Stammgruppe und ich war 13 sogar tatsächlich. Und die Zeit, die ich da noch hätte aufwenden müssen, das war unglaublich viel, auch abends so mit den Stammgruppen. Ich glaube nicht, dass es so viele machen werden. Und selbst wenn die es haben werden sollten und das gleichzeitig geschaltet wird,
dann hast du mit einem DD, der da ein bisschen mehr DPS fährt, nicht den übertriebensten Vorteil in der ganzen Gruppe. Die ganze Gruppe kann das ganz gut auffangen. Hättest du nur PvP-Leute, die dann alle mit dem Gear, mit dem Damage-Gear das machen würden, sind alle Fury-Krieger, da gebe ich dir recht, aber das ist, glaube ich, in der Realität nicht ganz so drin. Das ist okay. Das. Also, es ist wirklich eine Frage, ob die gleich schalten. Wir haben hier einen Progress von 2 Jahren und ich bin gespannt sowieso, ob die Classic-Server diese 6 Phasen auch über solche 2 Jahre aufteilen. Na, das stimmt natürlich, du hast absolut recht. Da hat man dann vielleicht auch einfach ein paar Sachen erstmal so vorausgesetzt, ne, die vielleicht gar nicht so kommen werden. Auch gerade quasi wie weit die Phasen voneinander entfernt sein werden, ist natürlich auch dann relevant in dem Fall. Genau, aber was ich halt schon die Erfahrung gemacht habe, also jetzt wieder auf den Privatservern zumindest, dann wirklich die ganzen Hardcore-Gilden, auch wirklich, waren so viele Rang 14er drin, die halt einfach dann ihr Leben geopfert haben für das Gear. Also muss man mal schauen. Das war natürlich auch auf internationalen Servern. Da waren dann auch immer natürlich sehr viele Leute vertreten. Also wir hatten im Privatserverbereich Server, da waren 10.000 Leute drauf. Ne? Ist ja logisch, dass man dann bei solcher Spielerzahl auch den einen oder anderen mit Rang 14 Gear sieht. Wird man schauen, wie das dann auf den deutschen WoW Classic Servern sein wird, die jetzt für uns quasi relevant sind. Kurz mal eine Nebenfrage, was denkst du eigentlich, wie viel Spieler auf einem Server spielen dürfen? Es ist die Frage, ob Blizzard die alte Serverstruktur benutzt oder die neue, oder ob sie die, also ich gehe davon aus, dass sie die neue benutzen werden und die runterskalieren werden an manchen Stellen. Also ich meine jetzt gar nicht bezüglich der Grafik, sondern man sieht das ja auch mit dieser, man will diese Gruppierungsfrage, die früher einfach technisch nicht anders machbar war, von Zaubern, möchte man wieder machen, obwohl es natürlich von der Technik her gar nicht notwendig ist, das zu tun. Und wenn sie vieles auf früher anpassen, dann können die natürlich neue Server nehmen, die dann auch wie neue Server jetzt belasten können. Und wenn sie dann am Anfang wirklich diese Phaseneinteilung, dieses Phrasing, wie es heißt, machen werden, zu Beginn, dass sich die Leute nicht gegenseitig am Anfang alle Mobs direkt wegschnappen und die das machen werden, dann brauchen die da auch nicht so viele Ressourcen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sehr, sehr viele auf so einem Server spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unglaublich viele Server geben wird. Ich denke, ist nur ein Gefühl, ich gehe davon aus, dass es vielleicht 5 deutsche Server geben wird. Ah, okay. Dann also, ich kann mir vorstellen, 2 PvP, 2 PvE und noch ein RP irgendwas. Ja, genau. Ja. So, wie viele darauf spielen werden, ist schwierig zu sagen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, Blizzard veröffentlicht die ja nicht mehr, soweit ich weiß. Wir hatten auf Hochzeiten so 12 bis 13 Millionen Spieler, irgendwas in der Richtung, soweit ich das zumindest noch erinnern kann. Und wir sind jetzt auf 2 Millionen runter, ungefähr, zumindest von dem, was manche Leute so sagen oder was manche YouTuber oder Streamer auch so sagen. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele werden davon wirklich abgeworben, wie viele kommen wieder, wie sehr wird Classic hypen und wie sehr wird das auch über einen Monat hinaus noch eine große Spieleranzahl haben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass auch Server wieder zusammengelegt werden könnten, relativ schnell. Man muss abwarten. Ja, stimmt. Also wie gesagt, es hat natürlich auch einen ganz schön krassen Einfluss darauf, wie sich der Server entwickelt, ne? Weil, wie gesagt, wenn du halt 16.000 Leute oder 8.000 Leute oder 10.000 Leute drauf hast, dann werden natürlich die Materialien dementsprechend auch abgefarmt und so weiter. Und dann muss man, es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Spawnrate von den Kräutern und von den Erzvorkommen und so weiter. Ja, bin ich auch mal gespannt. Also wie gesagt, ich würde es schade finden, wenn wir so wirklich nur so 2.000, 3.000 Leute, das würde ich jetzt heutzutage schon ein bisschen wenig finden. Wäre aber auch okay für mich, aber gerade auch in Hinsicht darauf, dass man vielleicht auch schaut, okay, vielleicht kommen einige Retail-Spieler an, die dann wieder abwandern, macht man vielleicht die Server-Caps erstmal ein bisschen höher, ne? Damit man dann quasi selbst, wenn diese Leute wieder weggehen sollten, was ich nicht glaube übrigens, ich glaube, Classic wird ein Erfolg und viele Retail-Spieler werden es auch spielen, aber wenn das so kommen sollte, dass einige von denen wieder abwandern, könnte man das quasi so bekämpfen, indem man sagt, okay, wir lassen erstmal ein paar mehr Leute drauf und wenn ein paar Leute wieder abwandern, hat man immer noch eine ansprechende Server-Population. Das ist so mein Gedanke. Ja, die spannende Sache ist halt immer, ob sie erfolgreich laufen werden oder nicht, bestimmt halt häufig dann am Ende der Verein selber, sprich Blizzard. Ne? Wenn man sich anguckt, Beispiel der Film Star Wars und dann der Ableger dann Solo, der hat gut Geld eingespielt, der war auf jeden Fall auf dem Papier sehr erfolgreich, auch im Vergleich zu anderen Filmen, aber in der Star Wars kompletten Reihe war es ja eher der nicht gut eingespielt hat. Nur ja, generell seitdem Disney da übernommen hat. Ja, aber George Lucas ist ja selber auch angepisst, glaube ich. Ja. Dass der danach wurden jetzt alle
Unterstories und so weiter wieder abgesetzt. Und dabei war der Film, wenn man das objektiv betrachtet, gar nicht unerfolgreich. Das war eigentlich okay. Und so ist die Frage natürlich, wenn man sagt, okay, 50% aller Retail-Spieler werden wieder sich an Classic ranwagen und mal gucken. Und es werden von allen Spielern, die da sind, 60% wieder abspringen. Ich glaube, das ist ein relativ großer Teil, weil dieses entschleunigte Spielen, glaube ich, vielen heutzutage auch nicht mehr zusagt und nicht mehr liegt. Aber das ist eine spannende Frage, ne? Aber ich glaube tatsächlich, viele werden ihr Leben opfern. Aber gut, wollen wir mal schauen. Ich bin gespannt, wie es wird. Es ist vielleicht auch was Neues und deswegen werden viele dabei bleiben. Könnte sein. Aber selbst wenn Prozentanteil weniger dabei bleiben von den 2 Millionen, die ja irgendwie dann im Moment spielen, Pi mal Daumen, ich will mich gar nicht drauf ganz genau festlegen, dann können das trotzdem unglaublich viel mehr werden als nur 2.000, 3.000 Spielern, von denen du gerade kurz sprachst, nur so. Ja. Ich bin gespannt. Also es könnte schon, also ich glaube, es wird ein Erfolg, obwohl sehr, sehr viele abspringen werden. Okay. Genau, dann ein letztes Thema, um auch langsam mal hier zum Ende zu kommen. Wir wollen das ja auch nicht zu lange machen. Zusätzlicher Content in WoW Vanilla im PvE. Es gibt so verschiedene Theorien, wie Blizzard die Geschichte lösen könnte. Also mit neuen Dungeons, neuen Raids und so weiter. Oder es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass man schon während WoW Vanilla läuft, zwischen die einzelnen Phasen mal neue Content-Inhalte einfügt. Keine Ahnung. Zum Beispiel Worgengebiet oder mit den Dunkeleisenzwergen. Da gibt es schon einige Möglichkeiten. Viele sagen aber, naja, das wird eher nicht passieren. Blizzard möchte da kein Risiko eingehen. Die wollen erstmal auch, gerade weil sie jetzt die Phasen schon veröffentlicht haben, wollen die erstmal das komplette Vanilla quasi durchballern und dass man dann schaut, wenn Nax clear ist, ob man dann irgendwie einen neuen Raid bringt oder ob dann quasi auch vielleicht sogar eine neue Erweiterung wiederkommt. Also quasi dann Burning Crusade kommt. Aber da kommen wir gleich noch kurz drauf. Jetzt erstmal die Frage, denkst du, wird zwischen den Phasen, zwischen den bestehenden Raids schon irgendwelche kleine Content-Updates geben, neue Dungeons, neue Raids, oder denkst du, nee, das Risiko werden sie nicht eingehen? Da auch wieder, ich glaube, das treibt mich heute richtig rum. Die wichtigste Frage ist, wann kommen die einzelnen Phasen? Weil wenn sie so wie früher kommen, dann haben wir am Anfang, hatte ich ja gesagt, Februar, März, bis Düsterbruch kommt, BWL dann im Juli, also es war früher, das müsste man dann heute übersetzen, das heißt irgendwie 4 Monate schon. Ich würde dann jetzt hier in dem Fall heißen, würde es im Juli kommen, wären wir im Oktober, November, käme auf einmal schon BWL zu Group, dann irgendwann auch nächstes Jahr dann schon im Januar, Februar und so. Da muss man halt schauen, wann die bringen, die Phasen, und ob man da wirklich was zwischensetzen kann. Und ich glaube, es steht und fällt alles damit, wie sehr sich das für Blizzard rechnet, beziehungsweise wie groß der Hype sein wird und ob Classic einfach ein Erfolg werden wird. Weil je erfolgreicher das wird, und selbst wenn es erfolgreicher werden würde als die Retail-Version momentan, dann können die sich überlegen, da was zu tun. Sehe ich aus. Okay, also denkst du momentan. Das wäre jetzt kein Grund. Ah, okay. Also denkst du momentan, wird da noch gar nicht überlegt wegen neuem Content, sondern erstmal nur, wird es überhaupt ein Erfolg? Man möchte es möglichst gut machen, den Release, und dann einfach mal gucken. Naja, es gibt bei so Unternehmen natürlich immer die Pläne schon, die da laufen können, und die packen dann irgendwann Plan A, B, C, D oder wie auch immer auf den Tisch. Ich denke schon, dass sie alles da durchdacht haben. Ja. Gerade Blizzard, wenn man jetzt auch sieht, wie viel Mühe die sich geben, auch bezüglich der Veröffentlichungen mit den einzelnen Phasen, was sie bringen wollen, das ist sehr durchdacht. Okay. Nicht, dass ich immer alles komplett 100 pro teile, aber es ist sehr durchdacht trotzdem, hat sein Für und Wider. Und da wird es spannend. Also ich glaube, dass im Prinzip die Frage dann sein wird am Ende, wenn die wirklich bis Nax Ramas kommen mit allem drum und dran, lassen die Server danach einfach auslaufen? Also lassen die einfach für immer da so stehen, alle spielen bis zum geht nicht mehr? Ja. Oder die werden sagen, gut, es könnte eine PC-Erweiterung geben, und die denken danach weiter und setzen die oben drauf. Vielleicht auch mit einer Lösung mit teils Server so und teils Server so. Und zwei Dinge, die ich sehr, sehr interessant finden würde, wenn es das kommt. Nummer eins ist, wenn es nicht erfolgreich ist, die machen am Ende so ein Weltuntergangs-Event. Das fände ich ziemlich stark, dass man wirklich auch alles würdigt und dann die Welt untergehen lässt und dann kommt das ist ja geil, eine große Invasion und alles stirbt und irgendwann löst sich das Bild auf und die Server sind aufgelegt, alles aus. Das habe ich noch nie tatsächlich mir vorgestellt, aber gut. Ein guter Freund von mir hat eine Dissertation irgendwie geschrieben über Computerspiele und die Religion in Computerspielen, und er hat sich da also einzelne Spiele nochmal angeguckt, die genau das schon am Ende haben. So. Das ist eine ultraspannende Sache. Liebe Grüße an Timo übrigens an dieser Stelle.
Nun ja, was ich sagen wollte, aber die zweite Sache, die ich auch ganz charmant finde, ist die Phasen, wenn es die Zeit geben sollte und das erfolgreich genug ist oder danach nochmal zu überlegen, sollten wir da jetzt nicht nochmal ein Add-on draufsetzen, weiterführt. Aber dafür muss man schauen, auf was für eine große Zeit dieses ganze Projekt WoW Classic angelegt ist. Und ja, da kann ich leider zu wenig in die Blizzard-Köpfe reingucken und die wissen es wahrscheinlich an vielen Stellen selber noch nicht und warten ab. Genau, genau. Ja, ich finde es auch mega spannend. Ich vermisse ja auch in WoW Vanilla einige Dinge zum Beispiel. Also ich war immer ein PvP-Spieler, ich würde mir zum Beispiel eine Arena wünschen. Auch komplett ohne Gear-Belohnung von mir, ist einfach nur so for fun. Aber man kann natürlich absolut verstehen, dass es natürlich auch das Feeling von Vanilla einfach komplett verändern würde und dass Blizzard das Risiko wahrscheinlich nicht eingehen wird, solche grundlegenden Neuerungen irgendwie direkt am Anfang schon reinzubringen. Aber was ich halt auch interessant finde, und zwar die Frage, ob dann wirklich nach Naxxramas dann direkt Burning Crusade kommt. Also ich würde es mir wünschen, wenn es kommen würde, dass es auf separaten Servern passieren würde, also dass man quasi seinen Char kopieren könnte, ne, auf einem Burning Crusade Server, da dann quasi auch Burning Crusade spielen kann, aber dass tatsächlich die Vanilla Server bestehen bleiben und man vielleicht sich neuen Content für die Vanilla Welt überlegt. Ne, aber es ist natürlich auch generell immer so diese Grundsatzfrage, kann man das eigentlich, also ist es möglich, ein MMO zu haben, wo man dauerhaft auf einem Level bleibt oder braucht man nicht diesen Anstieg auch irgendwie? Ich habe keine Ahnung, da gibt es sicherlich schlaue Leute, die da schon sich Gedanken drüber gemacht haben. Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Frage werden. Ja, vor allen Dingen auch irgendwie immer noch mit diesen Phasen, das lässt mich nicht in Ruhe, ich sag's zum 10. Mal, es tut mir leid. Ja, gar kein Ding. Wenn BWL kommt und so, und wenn die es wirklich schön spät machen und wenn die Itemisierung als Prozess aufziehen, dann, und es wirklich vielleicht sogar noch einen Tacken schwieriger auch von der Zeit her machen, als es damals war, dann hängen die Leute wirklich enorm lange dran. Und wie wenig Leute, das kriege ich immer wieder in Gesprächen mit, Naxxramas in irgendeiner Form am Ende noch clear hatten. Das sind echt wenig. Und weil man dafür kaum noch Zeit hatte, weil relativ schnell... Hattest du es clear eigentlich? Burning Crusade hatte. Ja, hatte ich tatsächlich schon, ja. Nax, wirklich, ja? Ja, genau. Das hatte ich dann schon mit dem Druiden und so. Und das war dann so ähnlich wie dieses, wie komme ich ans T3-Equipment, Druiden-Video da. So ähnlich sah das Ganze aus. Ja, das war spannend. Okay, interessant. Es war schon viel Zeit. Also wie gesagt, Hardcore und Hardcore waren ja zwei Personen. Da können wir nochmal ein extra Video zu machen zu deinen Erfahrungen in Nax vielleicht. Ja, bitte. Ja, gerne immer wieder. Ja, der Punkt ist einfach nur, Nax war ja ungefähr ein halbes Jahr noch drauf, bevor das Add-on kam und das war relativ viel Zeit und trotzdem haben die Leute zu lange gebraucht, um dahin zu kommen. Es war auch schwierig, auch mit den Items. Es gab Encounter, die haben dich so geblockt, weil die so einen Gear-Check gemacht haben. Und von dort her, ich bin tatsächlich dafür, macht das Spiel bezüglich des Itemization Progressing so schwierig, wie es einfach nur geht, damit die Leute lange brauchen, damit die viel vom Spiel haben, vieles sehen. Es wird natürlich auch zu einem harten Grind dann unterm Strich am Ende, aber dann braucht man seine Zeit und dann teilt man sich die mehr ein und dann hat man länger was vom Spiel. Ja. Oh, jetzt habe ich gerade den Warlock nochmal weggesnackt hier. genau, also ich war auch erstaunt, also wie wenig Leute. Ich hab mich auch mal gefragt, weißt du eigentlich, warum die Burning Crusade so früh released haben? Haben die es nicht mitbekommen, dass so wenig Leute? Haben die gar nicht, ne? Also ich glaube, dass mit Naxxramas, soweit ich weiß, tatsächlich im Juni, war das bis Januar, Februar noch über ein halbes Jahr. Okay, aber trotzdem. So lange gab es eigentlich in Classic nie einen Raid-Content, ohne dass neuer Content kam. Komisch. Aber es ging, glaube ich, darum, dass es vorher nicht gut genug equipped war, sehr, sehr viele Leute. Man muss ja, also, obwohl die Itemisierung ja stattgefunden hat, also sprich, wir hatten da einen Progress, dann war es ja schon so, wenn du relativ spät angefangen hast, musstest du relativ viel aufholen und du musstest ja wirklich aufholen und die Raids auch nachholen an vielen Stellen. Ne? Ja, wir haben ja so ein bisschen mit diesem Dungeon-Set dann irgendwie, was dann epische wurde, so ein bisschen nachgeholfen, ne, damit die Leute, aber so wirklich viel hat das auch nicht geholfen. Ja, es ging schon, aber man musste vieles machen. Das heißt, wenn man nicht von fast anderthalb Jahre dran war und auch im aktuellen Raid-Content war, konnte man Naxxramas quasi damals nicht spielen. Genau, es war ja auch richtig krass von denen, hat richtig Gold gekostet oder man brauchte irgendwie Ruf, um da reinzukommen, billiger und so weiter. Ne? Das war schon, die Hürde war auch krass bei Nax, fand ich.
Ja. Genau, das war eigentlich so alles, was wir heute besprechen wollten erstmal. Generell das PvE in der Hardcore-PvE-Gilde und auch das PvE in Vanilla. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, dass wir uns vielleicht öfter nochmal zusammensetzen und noch ein paar Dinge Gerne. besprechen. Genau, also wie gesagt, nochmal an euch die Info. Wir werden auch im Sommer auf den Blizzard-Servern quasi zwei Gilden gründen. Einer auf Ali, einer auf Hordenseite. Wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, mitmachen möchtet, dann einfach mal unten in unseren Gilden-Discord reinkommen. Wir werden keine Hardcore-Gilden machen. Ich denke, da fehlt uns jetzt zumindest momentan die Zeit für. Aber ganz entspannt einfach uns den PvE-Content anschauen und mal schauen, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Und ja, dann würde ich sagen, danke erstmal an Taki für die ganzen Infos und für deine Sehr gerne. Einblicke auch, ne, Sehr gerne. in deine WoW-Geschichte. Das ist ja schon ein etwas ja, intensiverer Lebenslauf in Bezug auf WoW gewesen. Und genau, dann würde ich sagen, ja, danke für die Aufmerksamkeit. Und ja, wenn ihr quasi bis zum Release von WoW Classic noch nicht genug habt, dann schaut gerne mal bei mir im Livestream vorbei. Ich streame immer am Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr. Und da sprechen wir über all diese Themen. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.